Jo moin, willkommen bei meinem ersten Deckbilder nach dem Midwinter-Update. Wir sind hier in der Deckschmiede. Das ist ja jetzt der Deck, also die Deckschmiede, wo man vorher seine Decks gebaut hat und die Sammlung in einem. Was ich daran ein bisschen doof finde, das ist mit den Decks bauen oder den Decks zeigen, ist ein bisschen, ja, unübersichtlich für mich, finde ich, wenn ich euch halt das Deck vorstellen möchte. Daher habe ich mir gedacht, ich erstelle einfach ein neues Deck. Es wird ein Nilfgaard-Deck mit Jan Kalweit als Anführer. Ich habe es mir auch einmal schon erstellt, aber ich finde das halt hier in der Übersicht einfach besser, das halt hier direkt dann zu bauen, als wenn hier, wie ihr gleich sehen werdet, die einzelnen Karten aufgereiht sind. Das finde ich ein bisschen unübersichtlich und daher mache ich das jetzt einfach so. Also es wird ein Nilfgaard-Deck, ein Nilfgaard-Alchemie-Deck. So eine ähnliche Variante hatte ich vor dem Patch. Natürlich jetzt mit ein paar anderen Karten. Ich würde einfach mal wie hier in der Reihenfolge mit den Goldkarten anfangen. Da haben wir einmal K hier mit einer Stärke von 1. Ja, er lässt halt den Anführer auferstehen. Ist nicht so, dass er die Fähigkeit des Anführers hat, sondern er hat jetzt eine Stärke von 1. Und dann hat man halt da so ein Fenster. Und da kann man Jan Kalweit auswählen. Und den spielt man halt dann direkt auch nochmal. Das ist die erste Karte. Dann scrolle ich mal weiter runter. Dann haben wir Reinfahren. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Dann eine neue Karte, nämlich Leto, der Königsmörder, mit einer Stärke von 5. Da kann man auswählen, ob man einen gegnerischen Anführer auf dem Schlachtfeld zerstören möchte. Und verbessere dann Leto zusätzlich noch um 5. Oder man spielt eine Bronze- oder Silber-Taktikkarte aus dem Deck aus. Das sind halt die zwei Möglichkeiten, die man mit Leto Königsmörder hat. Die haben wir einmal drin. Und dann haben wir noch Wesemir Mentor. Hat sich eigentlich auch nichts geändert, nur dass er jetzt halt Wesemir Mentor heißt. So, das sind unsere vier Goldkarten, die wir in dem Deck haben. Scroll ich hier mal ein bisschen weiter runter zu den Silberkarten. Da haben wir die erste einmal Marschbefehle. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Ähnlich wie die Alrunwurzel, die haben wir auch drin. Hat sich auch nichts verändert. So, dann kommen wir. Mal gucken. Oh ne, ich muss noch ein bisschen. Hier ist er, Joachim de Wet. Da hat sich auch nichts geändert eigentlich. Dann haben wir hier Stregobor mit einer Stärke von 10, eine neue Karte. Waffenstillstand bedeutet, wenn halt keiner gepasst hat, da steht jetzt Waffenstillstand nicht mehr, wenn noch keiner dieser beiden Spieler gepasst hat, bla bla bla, wie bei den Karten vorher, vor dem Update, dann ziehen beide Spieler jeweils eine Einheit und die Stärke wird dann auf 1 gesetzt. Die haben wir drin. Dann Azir, vorher hieß sie ja Azir war Anahid, die haben wir jetzt drin. Hat jetzt eine Stärke von 11, vorher waren es 10. Und dann nochmal Cantarella, die Spionkarte. Jetzt haben wir alle Spione Stärke 13. Und das waren die Silberkarten. So, dann zu den Bronzekarten. Da haben wir dreimal das Krähenauge. Zweimal, oh, jetzt habe ich es dreimal drin. Zweimal das Mahakama Ale. Zweimal die Salbe, ist auch eine neue Karte. Da kann man eine verbündete Einheit heilen und es werden halt verbündete Einheiten verbessert um insgesamt 5. Das wird halt zufällig aufgeteilt. Oder man kann halt auch noch auswählen, ob man eine Bronze-Einheit mit einer Stärke von maximal 5 auferstehen lassen kann. Die Karte ist auch im Deck, nämlich zweimal, habe ich schon eingetan. So, jetzt kommen wir mal zu den Einheiten. Davon haben wir natürlich auch noch ein paar. Nämlich dreimal der Varo-Novize. Da hat sich eigentlich auch nichts geändert seit dem Patch. So, dann geht's weiter. Zweimal hier die Sklaveninfanterie mit einer Stärke von 3. Die kann man halt in eine Reihe spielen und in den anderen beiden Reihen wird dann halt eine Kopie erstellt. Also an sich ist das eine neue Karte und hat alle drei Reihen einmal gefüllt. Super zum Beispiel für das Mahakama Ale, wenn man das direkt ausspielen möchte. So, dann kommen wir zu den Vipern-Hexern. Auch dreimal im Deck mit einer Stärke von 5. Hier verursacht man für jede Alchemiekarte in seinem Startdeck einen Schaden. Auch eine sehr gute Karte, wie ich finde, haben wir dreimal drin. Und das ist eigentlich soweit das Deck. Ich nenne es mal um in Alchemie. So. Ich habe es mir einmal schon erstellt, aber ich finde die Version des Deckbilders irgendwie schöner, dass ich halt die Karten dann raussuche. Weil hier, wenn ich euch das zeige, hier, das links ist das Deck, bla bla. Weiß ich nicht, das finde ich irgendwie kacke. Vor allem, weil auch nicht alle direkt auf einen Blick zu sehen sind. Da mache ich das einfach so, dass ich es quasi mit euch direkt baue
Und ja, das finde ich persönlich besser. Ich weiß ja nicht, wie ihr euch das so gedacht habt oder wie ihr es findet. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das so beibehalten soll. Oder einfach das Deck schon erstellt habe, schon erstellt haben sollte. So, dass man hier die Karten sieht und dann halt auf ein paar Karten eingehe und dann in ein Spiel gehe. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Ich speichere es mal ab. Verlassen, ja. So, dann gehen wir mal in ein freies Spiel mit dem Deck. Beginnen die Schlacht. Ich habe gerade schon einmal mit dem Deck gespielt. Ist bei mir halt ein bisschen kompliziert, weil ich wenig Zeit eigentlich habe, mich in all die ganzen Sachen reinlese. Jetzt ist halt auch fast Weihnachten. Und ja, es ist halt gerade ein bisschen ungünstig, will ich es mal nennen. Wir spielen Foltest, Ich Stufe werde Enders 65, Rang Fehler nicht 18. wiederholen. Aber ich hoffe, das klappt trotzdem ganz gut. So. Ja. Das klappt ja schon mal gut, ja, jetzt. So, einmal das Ale weg. So, ah, toll. Ach, machen wir das mal so. Ja, also wir möchten eigentlich in der ersten Runde viele unserer Bronzekarten spielen und auch unser Deck ausdünnen. Ich spiele erstmal die Sklaveninfanterie. Jetzt seht ihr, wir haben in jeder Reihe eine Karte. Können dann gut das Ale spielen. Er spielt direkt Foltest. Ah, okay, das wird gar nicht mehr so angezeigt. Wusste ich auch nicht. Ich will jetzt einfach mal das Ale spielen, das bietet sich ja hier jetzt gerade an. Und jetzt haben wir einfach schon mal 21 Punkte. Ich hoffe, er hat jetzt kein Verbrennen. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig. Also wir möchten in der ersten Runde eigentlich Guten Tag. ja, viele unserer Bronzekarten aus dem Deck holen. Hier bietet sich jetzt der Vipernhexer eigentlich an, um den Zeit, sich die Achter Hände zu schmutzig zu zerstören. machen. Den Belagerungshelfer. Ah, okay. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, auf die Anzahl Karten in seinem Deck. Jetzt kamen die grauen Fanlines raus. Aber so haben wir jetzt halt auch alle in einer Reihe und dann können wir gut den Stampf die Vicovaro-Novizen Elfen spielen. in den Sand. Und hoffentlich Krähenauge haben, ja. Das stimmt nicht in den Zauberbüchern. So. Da machen wir eben ein bisschen was an Schaden auf jeden Fall. Formieren. So. Ich mach's einfach nochmal. Wie Na gut, ging diese Salbe bringt uns Beschwörung jetzt noch gleich? nicht wirklich viel. Ich werde noch was Krähenauge spielen. Ich hoffe, wir treffen hier den Sechser. Gott sei Dank. Ich bin auch am Überlegen, ob ich hier einfach nochmal einen Zerfetzen ins Deck Stampf tue. die Das Elfen könnte ich in mir den eigentlich auch Sand! recht gut vorstellen hier. Spielen wir mal Jan Kalweit. Vorwärts, Söhne Nilfgaards! Dann nehme ich den Leto Königsmörder. Verdammte Idioten! Ja gut, den gegnerischen Anführer zerstören, das wäre halt eine Stärke, die wir wegnehmen. Da würde ich einfach mal die List nehmen. Dann haben wir hier Marschbefehle. Dann kommt ein Vicovaro-Novize aufs Feld. Und jetzt haben wir Das hier. stimmt nicht in den Zauberbüchern. Ich glaube, wir nehmen hier dieselbe. Und heilen. Bringt nicht viel, aber es wird halt, bringt uns halt 5 Punkte. Ich wollte jetzt nicht das Risiko gehen, hier einen Einser zu treffen oder hier zwei, die Einser. Das war ein bisschen zu risikoreich, vor allem weil halt die Belagerungsreihe halt auch ohne Karte versehen ist. Was willst du? Ich bin Belagerungshelfer, okay. Ich werde mal Streckebohr spielen. Einige Wachen Wir in kriegen den einen Vipernhexer. Schlachtfronten. Das ist bei uns halt nicht so schlimm, weil wir halt nicht wirklich hohe Karten haben an sich. Jetzt hätten wir wieder die Möglichkeit, den Belagerungshelfer gleich zu zerstören, je nachdem, was er jetzt spielt. Mit dem Vipernhexer. Das finde ich eigentlich ganz cool an der Karte hier. Weil normalerweise denkt man sich, ja, gut. Wird auf 1 gesetzt, ist für einen selber nicht so ungünstig, also nicht so gut. Aber wir haben halt wirklich Karten drin, die nicht viel Stärke haben. Sklaveninfanterie 3. Gut, der Vipernhexer hat jetzt 5. Aber da geht es auch hauptsächlich um den Effekt, dass man den Schaden verursacht. Ich glaube, es ist für uns nicht so schlimm, wenn wir eine Einserkarte haben, als für die Gegner. Außer er hat jetzt hier den Howling-Speer oder sowas gekriegt. Das wäre natürlich doof.
Ich will nicht. Ja, phantemerischer Infanterist, okay. Ja, dann würde ich doch mal den Vipernexer spielen auf den Belagerungshelfer. Den halt mal kaputt machen. So, was spielt er noch für Stannis? Da wird er uns wieder überholen wahrscheinlich. Sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. So, jetzt sind wir 17 Punkte hinten. Ich glaube, dann würde ich jetzt mal Cantarella spielen. Mir entkommt und keiner. Reinfahren nehmen. Das ist eigentlich schon mal eine gute Hand. Er wird jetzt höchstwahrscheinlich passen, ja. Das tun wir auch. 90 zu 60 für ihn. Gucken wir mal, verziehen. Vipernexer ist gar nicht so schlecht. Ja, gut, das Krähenauge nicht so. Das will ich zurück ins Deck tun. Vesemir ist auch ganz gut. Gucken, was er jetzt macht. Na, kriegen wir Taler wahrscheinlich hier. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Gut, dann würde ich Azir spielen. Wenn die Magie stirbt, ein Vico Varro Novizen zurück ins Deck. Und nehme ich noch irgendwas? Ich glaube, ich nehme noch Streckebohr zurück. Ich glaube, das war ganz gut. Hoffe ich mal gleich, dass wir was Vernünftiges ziehen. Und die Salbe auch wegwerfen können. Wobei, wir können halt dann eine Karte wieder auferstehen lassen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Ein Hexenjäger. Wäre natürlich. Oder Vipernjäger. Warum sage ich denn immer Hexenjäger? Der ist ja Vipernhexer, nicht Hexenjäger. Was laber ich denn da? Also die Vipernhexer meine ich natürlich. Könnte ich mir damit zurückholen. Jetzt gucken wir erstmal, was wir da für eine Karte ziehen. Ja, Streckebohr ist eigentlich ganz gut. Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse das so. Ich möchte jetzt nicht unbedingt ein Risiko eingehen. So. Aber jetzt spiele ich, glaube ich, Streckebohr gegen Sklaveninfanterie. Das ist gar nicht mal so schlecht. Haben wir nur 2 Punkte an sich verloren. Nur Blut. Gut, da kommt Ronwit. Joa, 16 Punkte. Mal gucken, was er Schönes treibt. Ja, dann mal überlegen, was ich als nächstes spiele. Ich glaube, ich spiele Reinfahren. So, Yennefer. Ja, komm, ich spiele Reinfahren. Joachim. Eine Vico Varro Novize. Und ich glaube, ich nehme einfach das El. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Dann Kyle wird es natürlich jetzt. Ja. Haben wir halt nicht so viel Auswahl. Aber wir haben auch noch Vesemir für die Alrunenwurzel oder das Krähenauge. Also, wir kriegen eigentlich beide aus dem Deck raus.
Gucken, ob wir noch ein höheres Ziel für die Vipernexer kriegen als 5. Okay, da kommt Schani. Ein Belagungshelfer. Ich glaube, den will ich gleich mal. Ah, Kacke, einen hat er noch. Nicht ganz ausgereicht. Ich hätte natürlich auch Wesemir und Alrunwurzel machen können. Schade. Ups, das wollte ich nicht. Bist du einer der unseren oder nicht? Was willst du? Noch ein, okay. Gut, dann spiele ich jetzt aber Wesemir. Ich bin zu alt für diesen. Runenwurzel. Zurücksetzen auf mir. Hat er auch noch einen. Leider. Nicht so gut. So, was haben wir denn hier? Ich tue meine das mal so. Vorwärts, Söhne, gut, das kleine Auge, mal sehen. 6 und 6, gut. Haben wir gute Ziele getroffen. Ja, die zwei blauen Helfer sind natürlich ordentlich das Problem, dass wir die nicht zerstört bekommen haben. Ja, ich glaube, das bringt am meisten. Dann ein Vipernhexer. Wir folgen Leto. Sieht schlecht aus eigentlich, weil. Gut, hier werden ein Stärke, die wir zerstören. Machen wir mal so. Nehmen wir die 8, aber ich glaube, er hat bestimmt noch eine Flankeninfanterie oder arme Flanken. Arme Infanterie, wie sie jetzt heißt. Auf den Norden. Hier wäre ein Rosch. Ja, gut. Da ist er schon vor uns. Schade. 57-54 verlieren wir die Runde. Gutes Spiel. Ja, hat leider nicht funktioniert oder hat leider nicht gereicht. Aber ich finde das Deck trotzdem eigentlich ganz gut. Für den, weiß ich nicht, also jetzt fürs erste wirklich richtige Deck, finde ich eigentlich, was ich jetzt so ausprobiert habe. Die anderen waren irgendwie, ja, sehr beschissen, würde ich es mal nennen, die ich habe. Die habe ich zwar auch alle einmal nur gespielt, aber es hat halt, ich habe halt immer sowas von auf die Schnauze bekommen mit den Decks. Und ja, damit habe ich jetzt zwei Spiele gemacht. Hier oben seht ihr das, eins gewonnen, eins verloren. Werde ich auf jeden Fall weiter probieren und natürlich noch weitere Decks ja, testen. Aber ich hoffe erstmal, euch hat es gefallen. Der erste Deckbilder nach dem Update. Und wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ich das mit den, oder wie ihr das gerne hättet mit den Deckbildern, ob ich die einfach schon gebaut haben soll. Und dann einfach nur links die Karten abarbeite. Oder halt so wie jetzt in dem Video mit dem Zusammenbauen nochmal extra. Das würde mir, ja, würde mich sehr weiterhelfen. Oder mir sehr weiterhelfen, wenn ihr da euer Feedback da lassen würdet. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.